mediterraner Flair im pfälzischen Ellerstadt. Hier entstehen Weine der deutschen Spitzenklasse. Ein Erfolg, der nicht selbstverständlich für den Winzer Markus Schneider ist. Wir haben ganz klein im Dorf angefangen, mit einem Hektar, ganz kleines Stadtkapital. Meine Eltern hatten kein Geld und das, was sie hatten, haben sie mir zur Verfügung gestellt. So hätte ich es nicht erträumt und so ist es prima. Bereits mit 15 Jahren beginnt er eine dreijährige Winzerausbildung. Danach schenken seine Eltern ihm einen kleinen Weinberg und 30.000 D-Mark Startkapital. Mit 18 Jahren muss der Pelzer Bub schon Verantwortung übernehmen, versucht auf Weinfesten und in der Fußgängerzone seinen Wein an den Mann zu bringen. Mit wachsendem Erfolg. Heute besitzt er 90 Hektar und hat eines der größten Familienweingüter in Deutschland erschaffen. Also wir produzieren knapp unter 1 Million Flaschen, was sich gigantisch viel anhört jetzt im ersten Moment. Aber der Weinbau ist in einer neuen Zeit und wir sind in dieser neuen Zeit, gehören wir schon wieder zu den kleineren. Sein Rezept? Schneider macht alles ein wenig anders. Er wählt andere Rebsorten als seine deutschen Kollegen und gibt den Weinen eigenwillige Namen, ob Holy Moly oder Blackprint. Jeder erzählt eine Geschichte. Ich habe zweimal hintereinander an einem Tag das Wort Tohu Wabohu gehört und habe mich dann mit Tohu Wabohu beschäftigt. Und es hat einen sehr, sehr schönen Hintergrund. Das ist eines der ersten Worte in der Heiligen Schrift, also in der Bibel. Und umschreibt die Schöpfung und das Entstehen der Welt. Und so schöpft er eigene, mehrfach prämierte Marken. Die Qualität stimmt. Doch das reicht in der schier unübersichtlichen Vielfalt von Weinen heute nicht mehr. Qualität ist alles. Das, was in der Flasche ist, ganz wichtig. Das bete ich jeden Tag. Aber die Verpackung ist auch unheimlich viel wert. Und dann kamen mal diese Ideen. Ich sage immer, wir sind im Land der Ideen. So betiteln wir uns ja häufig selbst in Deutschland. Und ich habe so ein paar Ideen einfach freien Lauf gelassen. Und diese waren, wie das Weingut selbst, ertragreich. Markus Schneider ist trotz seines Erfolges auf dem Boden geblieben. Glück ist das, was wir gerade erleben. Uns geht's gut, wir sind zusammen, wir sind gesund. Es hört sich völlig Banane an, aber es ist das Wichtigste auf der Welt. Und dann leben wir auf so einem schönen Fleckchen Erde. Das ist Glück. Glück, an dem seine Kunden Schluck für Schluck teilhaben sollen.